Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen hier zum neuen Video auf dem motherfucking VP zu dem Clan-Kanal. Ja, meine Freunde, heute bin wieder mal ich am Start, ja. Und ich habe heute für euch ein richtig hammermäßiges Gameplay von dem lieben Antonio. Unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall abchecken den Jungen und ein Like da lassen. Und wenn ihr Bock habt, ein Abo. Und er bringt auf jeden Fall unfassbar richtig geile Gameplays. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch bei mir vorbeischauen. Aber das ist nur Nebensache. Und zwar heute im Hintergrund seht ihr eine 91er Gunstreak, ja, auf der Map Hijacked. Und das Ganze natürlich im Team, Multiteam oder Multiteam, wie das heißt, keine Ahnung, juckt mich eigentlich auch nicht. Und auf jeden Fall richtig geiler Spiel, Black Ops 2 für euch. Und ja, gebt euch einfach das Gameplay und hört mir zu, was ich euch heute so zu sagen habe. Und zwar geht es heute um ein Thema, ja, um eine sozusagen Berühmtheit, ja, in der deutschen Szene und vor allem auch in der deutschen YouTube-Szene. Ich denke mal, viele werden sie auch nicht mögen, und zwar die liebe Dagi B, ja. Die Dagi B hat sich verlobt. Ihr Freund hat sie in Paris gefragt, ob sie seine Frau werden will oder so werden will. Und ist auf jeden Fall eine eigentlich ganz süße Angelegenheit. Sie sind zwar jetzt erst vielleicht ein Jahr, nicht mal ein Jahr zusammen, aber ihre Eltern haben auch schon den Segen uns weitergegeben. Wieso ich das Ganze anspreche, und zwar, das ist so eine Sache für mich, eine sehr öffentliche Sache, das preisgegeben wird an, keine Ahnung wie viel, an fast 3 Millionen Zuschauer und vor allem auch viele jüngere Zuschauer. Das Ganze kann man jetzt natürlich sozusagen auch als klickgeil wirken lassen, weil sie hat auch sich im Vornherein schon, Anfang von dem Video, dafür entschuldigt, dass sie eigentlich das Video nicht machen wollte, da es wie gesagt ja eigentlich was Privates ist, ist auch einfach so. Es ist einfach was Privates, aber sie macht ja Bilder auf Snapchat, auf Instagram und so weiter. Man erkennt das ja. Jetzt gab es auch schon vorher Gerüchte, da ja in Snapchat schon ein Bild, also sie hat schon immer schon versucht, auf die andere Hand zu tun, aber es gab ein Bild und da haben halt einfach schon viel spekuliert. Und sie hat auch zu der Zeit auf Twitter irgendwas gepostet, dass sie der glücklichste Mensch ist, aber da ging es irgendwie um was anderes, meinte sie. Und ja, die Bravo und so weiter hat auch schon drüber geschrieben, das Ganze. Ist auf jeden Fall krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gebe ich, ich schaue eigentlich so gut wie jedes Video von ihr, auch wenn es, ja okay, außer ihre so Did Yourself oder so weiter, das schaue ich natürlich nicht an, aber wenn es so Vlogs sind oder so weiter, oder wenn sie irgendwo hinreist und so weiter, keine Ahnung, Universal Studios oder irgendwelche Veranstaltungen, das schaue ich mir auf jeden Fall an, weil da gibt es immer irgendwie was zu sehen. Und ich finde sie als Person eigentlich eine sehr nette, ich keine Ahnung, ich kann sie nicht einschätzen, weil ich sie persönlich nicht kenne. Aber ich denke mal, wenn ich sie als große Schwester hätte, wäre ich auf jeden Fall glücklich, wenn ich sie als Schwester, also wenn ich sie jetzt direkt hätte, wäre ich auf jeden Fall froh, sie als Schwester zu haben, weil sie bestimmt ein sehr, sehr lieber Mensch ist, auch zu ihrer kleinen Schwester. Und sie ist auch so eine Person, die lässt halt einfach auch viel aus ihrer Öffentlichkeit heraus. Viele YouTuberinnen oder viele YouTuber haben halt einfach gleich ein Video mit ihrer Freundin gemacht. Ich meine, ich mache es genauso. Ich mache auch Videos auf meinem Kanal manchmal mit meiner Freundin. Aber ich versuche das so gut wie möglich rauszuhalten. Oder ja, bei mir macht es eigentlich sowieso keinen großen Sinn oder kein großes Tara darum, weil mich sowieso nicht so viele Leute bei mir nicht so viel zuschauen. Und deswegen, aber wenn es halt so um Personen geht, die ja wirklich so eine große Reichweite haben, ist es manchmal vielleicht besser, so Leute aus dem Ganzen rauszulassen. Und das macht sie eigentlich ganz gut, und deswegen denke ich mal, dass sie eigentlich schon gut zusammenpassen. Ich meine, wer von euch möchte Dagi B nicht flanken? Also ich nicht. Ich nicht, gell? Also eher so Schwesterfunktion, gell? Also nicht, dass ihr jetzt denkt. So Leute, das war's heute wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr heute mal wieder den Like-Button abspritzen. Ja, okay, das ist jetzt geklaut. Lassen wir mal lieber, oder? Auf jeden Fall lasst eine Bewertung dafür heute für das heutige Video. Morgen kommt auch gleich wieder ein Video. Also bleibt auf jeden Fall, stay tuned. Schaut bei der Facebook-Seite vorbei und schaut auf jeden Fall, und das sage ich an jeden da draußen, schaut auf unseren Teamspeak vorbei. Ohne Scheiß, es ist so geil da drauf. Kommt einfach vorbei und dann könnt ihr mit uns chillen. Und dann würde ich noch sagen, haut rein, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und Servus. This is not a wig. It's fucking real. If it was a wig, it would fucking
you like my shirt? It says Mount Vernon, because that's where I actually live. Hometown. The fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do compared in my day. Cash is fuck on my bed, I lay. Look at the ceiling, it fade away. Stressing and checking on me for a blessing, but I can hear nothing, I'm gone for the day. Sure, you can afford that, I get it. Looking like a bomb, only think I'm holding pennies. Pull out your mortgage, just spend it in a minute. Take it how you wanna get mad when you get it. Blame everyone around you for the money you ain't getting. Boy, man, up to the life you ain't living. Times I get chillin' sometimes, I'm forgiving my mind. And the rhythm's on the fire.